Hallöchen meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von dem etwas älteren Spiel Crusaders of Might and Magic, die PS1 Variante davon. Ich habe ewig danach gesucht. Es gibt meiner Meinung nach kein deutsches abgeschlossenes Let's Play davon auf YouTube. Es gab nur eins, was aber nicht komplett fertig war. Deswegen dachte ich mir, spielst es doch mal. Ich fand es früher richtig genial. Aber wenn ich mir so den Controller anschaue, ich glaube, ich habe es früher gerne gespielt und heute... Ich bin nicht mehr so der Konsolen-Typ. Hey, Henry. Gut. Lass mal das Intro hier ablaufen. His big toe must be twitching. Anyone seen my boys? Over here, Tess. A village at peace, but not for long. For tonight brings the scourge, the terror, and the madness of the horde known as the Legion of the Fallen. They are the heralds of death who attack by night, ravaging town after town with no mercy. Attack! They are sent by Necros, Master of the Dead. Tales call him the greatest of all necromancers, raising his legions from the grave, but cursed with an inability to die himself. Except tonight, they have missed one, Drake. For 20 years, Drake has battled these monsters, becoming legend even among his enemies. Ever vigilant, he watches like a panther, waiting for that one moment, that opening. The scar, it's him! It's back to the grave for you. The master wants this one. Tja, das war das schicke Intro. Lasst euch von dem Livestream gleich nicht erschrecken. Genau von dem hier, das passiert beim ersten Mal immer. Ja, da seht ihr auch mal oben rechts meine Dig-Story-Anzeige, auch wenn sie etwas verbuggt ist. Da stehen halt zwei FPS-Zahlen und halt so ein Ladekreis. Ja, wir haben gerade eine Story gesehen über Necros, den Anführer der Toten, der das Dorf überfallen hat. Einen haben sie übrig gelassen und 20 Jahre später hat sich Drake immer noch zur Wehr gesetzt. Gegenüber den Skeletten. The last prisoners in there. Secure him on the rack. I'll be at the master's shrine when you're finished. Yes. Tja, das sind wir, Drake. Wir wurden niedergeschlagen und ins Gefängnis gebracht. Aber wir haben Hilfe, und zwar Celestia. Und wir sollen unseren Feuersturmzauber benutzen, den machen wir gleich mal. Ich glaube, die sagt uns sogar noch Bescheid. Ich soll den roten Button drücken, um diesen Screen loszulassen, also um diese Notiz loszulassen, also weg davon zu kommen. Das ist einfach so der Überspringen-Button oder Exit-Button, was auch immer. Und dann soll ich halt Dreieck drücken. Bam! Und unser schöner Feuersturmzauber. Genau. Ja, achso, das sind immer Hinweise, okay. Wir sollen also den Streitkolben aufsammeln, den Guard-Streitkolben, dann sollen wir auch noch die Potion und das Geld aufsammeln. So. Dann nehmen wir die Potion mit. Okay, erst noch nicht ganz. Trust me. It's very difficult for me to contact you by Farsight. But I want you to survive. Practice a few swings with the mace and loosen your muscles for the battles ahead. Na, ich soll den Button drücken und bla bla bla. Das kenne ich eigentlich alles schon. Du wirst später noch mehr Attacken lernen und je mehr Erfahrung du bekommst, daher haben wir noch eine Mana-Potion. Bah, geh mir das nicht auf die Nerven. Ja, ja, ja. Genau. Also, wir haben jetzt einen Streitaxt, den können wir hier so benutzen. Zack. Zack, 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 können wir sogar, und hier so einen starken Schlag, wenn wir vorne drücken und dingsen.
Dann haben wir mit Grün haben wir einen Zauber. Wir können sogar auch jumpen, so zurückjumpen. Ziu, und zur Seite. Und hast du nicht gesehen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch einen Button, Heiltrank habe. Ich glaube nicht. Ja, dann können wir mit Rot, können wir glaube ich gar nichts machen. Mit R1 können wir, genau, in so ein Ringmenü wechseln. Da können wir jetzt halt in die unterschiedlichen Menüs gehen. Also hier haben wir einmal die Zauber bei Dreieck, da wie man auch zaubert. Beim Schlagen kriegt man halt die Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen sind auch noch drin. Also alle offensiven Waffen, sage ich mal. Ja, bei X hat man die normalen Potions und bei Rot, genau, oben links steht das schon für die Schilde. Ja, mit R2 normalerweise füllt man das Mana nach. Das werde ich aber jetzt noch nicht machen, das ist Verschwendung. Und mit L1 kann man noch die Infos hier abchecken. Ich finde das echt interessant. Das habe ich früher nie benutzt, diese Infos. Und zwar einmal die Charakterstatistiken, wie viel Erfahrung wir gesammelt haben, wie viel Leben wir noch haben, wir haben Leben verloren. Okay, interessant. Wie viel Treffergenauigkeit wir haben, wie viel Stärke, was für ein Score, welches Gold. Dann haben wir auch die Zauber, die wir alle haben. Das sind also insgesamt gibt's 8 Zauber und jeder hat unterschiedliche Ränge. Also je nachdem, wie oft man die einsetzt, haben die Ränge. Es gibt 6 Nahkampfwaffen und Fernkampfwaffen. Viele Items, einmal ist da noch ein Gold und die Armor haben wir auch, glaube ich, noch nichts. Ne, das findet man später noch. So, da haben wir einmal die Quest. Fliehen, entkommen, wie auch immer. Ist leider auf Englisch, ich habe es nicht auf Deutsch, leider. Okay, Celestia könnte jetzt noch einen Tipp geben mit Jumpen und so weiter, aber das lasse ich mal. Another guard drink. Use your mage sight to pick out your target and get rid of him as quickly as possible. Genau, und wenn wir jetzt, welche Taste war das? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Okay, die R2-Taste. Was habe ich vorhin gesagt? Ich habe keine Ahnung. Also, ihr könnt es das sehen. Die werden dann so lila anmarkiert und automatisch werden auch die Zauber in die Richtung geschmissen. Padam! Oh, der hat überlebt. Ist das dann ernst? Aber er wird eh sterben. Da ist nämlich Feuer, wo er draufläuft. Und das ist jetzt natürlich ungut. Denn wenn er Schaden kriegt, kriegt natürlich ich auch Schaden. Aber gut, das schaffen wir. Hier haben wir nämlich noch eine heile Potion. Bitte, eine geheime Healing Potion. Dann würde ich sagen, einmal quer rüber jumpen. Oh, mein Gott, das macht Schaden, ist ja ekelhaft. So, da haben wir noch einen Fire Gem, das ist jetzt bei diesen, und keine Ahnung, warum wir immer so komische Soundplops sind. Lassen wir einfach mal, ich denke mal, das kann man so ein bisschen ignorieren. Ich weiß zwar nicht, woher die kommen, aber ist doch egal. So, dann haben wir 2 Healing Potions. Jetzt kann man natürlich sehen, wenn wir jetzt R1 drücken für die Healing Potions, haben wir 4 Healing Potions und 2 Mana Potions. Wenn wir jetzt immer mit dem, also wenn wir jetzt mit R1 wieder rausgehen würden, dann haben wir die Mana Potions angelegt. Wenn wir jetzt hier mit den Healing Potions rausgehen, haben wir die Healing Potions angelegt. Also immer halt das, was gerade zuletzt ausgewählt wurde, ist dann auch drin in dem Menü. So, hier oben haben wir noch, ich habe das auch schon mal testweise gespielt. Da haben wir noch Wurfäxte, da haben wir jetzt nämlich neben den Mace, also neben dem Streitkolben auch noch eine Wurfaxt, die wir schmeißen könnten, aber ich bleibe erstmal lieber bei dem Streitkolben. Und dieser Soundplop ist so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich hoffe mal, er stört euch nicht. Mich stört er jedenfalls. So, was haben wir hier Schickes? Ein Schild. Ich glaube, weil ich aufnehme. Ja, wir haben den Dings jetzt aufgenommen, den Spike-Schild. Das heißt, wir gehen jetzt ins Menü rein, gehen zum Button Schild, Spike-Schild und wir trippen wieder nach draußen. Ja. Die quatscht mich voll, weil ich aufnehme. Das ist ein bisschen ärgerlich. Muss ich dann beim nächsten Mal was anderes versuchen. Ja, wir können jetzt also mit dem roten, der vorher keine Bedeutung hat, mit dem roten Button können wir jetzt blocken oder halt einen Schildstoß machen. Und ich werde mal ganz kurz die Mine, die da auf dem Boden liegt, auslösen. Denn ungern will ich Damage kassieren. Die macht nämlich ziemlich viel Schaden. Ich bin beim ersten Mal reingerannt. Ich habe irgendwie kaum noch Leben gehabt danach. Ah, gut. So, schauen wir mal nach. Hier sind aber Speichersteine. Diese, die in der Wand stecken, sind Speichersteine. Da kann man halt mal speichern. Wer hätte es gedacht? Gut, ich habe das auch schon mal, wie gesagt, testweise gespielt. Das überschreiben wir, weil ich war da schon ein bisschen weiter vorne gewesen. 7 Minuten. Gut, jetzt mittlerweile auch schon 9 Minuten 16 laut meiner Stoppuhr, aber da war ja auch noch das Intro mit da drin, das hatte ich mir nicht komplett angeschaut gehabt. So, was haben wir denn hier? Da haben wir gleich in dem Ding hier ist nämlich auch ein Skeletti. Schauen wir uns den mal an. Da kann man gleich mal versuchen zu fighten. Pam! Patsch! So, das war nämlich ein Riesenschlag, den ich gerade gemacht habe. 3 Gold hat der noch gehabt, die Leiche. Eine Healing Potion und dieses Soundlappen gibt mir so auf die Eier. Und ja, etwas nur Gold nochmal dazu gehabt. Speicher könnte man theoretisch nochmal, wenn man Lust hatte und... Aber ne, lassen wir mal. So, wir sind jetzt hier draußen. Hier oben haben wir noch irgendwas Geheimes versteckt gehabt.
Das sieht man immer nicht, aber es ist da. Also es gibt ja nicht umsonst das Ding hier. Die sind... Und nach oben und so weiter schauen kann ich leider auch nicht. Es gibt diese... Das Spiel ist uralt, muss man sagen. Es ist keine Ahnung von... ich würde mal sagen 1994 oder so. Also es ist sehr alt. Ich habe es auch als Kind gespielt auf der PlayStation. Ich hatte es da aber auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her hatte. Ja, bla bla bla. Genau, wir sollen jetzt wieder anzielen. Nee, nicht das hier, sondern das hier. Aber eigentlich hätte ich lieber das Ding treffen wollen. Oh, es hat sogar getroffen. Das hat einen AOE-Effekt, der Dings, der... Der Feuerball hat einen AOE-Effekt. Und der wurde instant umgenockt durch meinen Power-Heap. Ja, mit TNT-Fässer sollten wir nicht angreifen, ansonsten kriegen wir Schaden. Und der Feuerball, es gibt auch Friendly Fire, also Eigenfeuer, sag ich mal. Self-Fire. Boah, dieses Plopp, ich hoffe mal, das ist in der nächsten Folge dann weg. Ich probier's dann mal später. Das ist Ploppen ist wirklich nervig. Oh, okay, hier ist sogar noch Hochwex, cool. Da haben wir einen Teil, wo ich beim ersten Mal schon gestorben bin. Sollte man aufpassen, denn die Blitze töten einen, wenn man zu langsam ist. Jetzt kommen die natürlich nicht mehr. Oh, da hinten haben wir noch was. Cool, wo kommt denn der her? Hallöle, du Kleiner. Ja, also wie gesagt, die Sound werden höchstwahrscheinlich im nächsten Part dann weg sein. Ich hoffe es mal. Ansonsten ist das natürlich ärgerlich, wenn man die ganze Zeit so Soundplops drin hat. Ich hoffe es mal nicht, aber ich kann leider dafür auch nichts garantieren. So, der ist auch schon direkt getötet worden. Oh, was haben wir denn da Schickes? Das ist ein kleiner, ein größerer gewesen. Der hat sogar 21 Gold gebracht. Da sieht man auch, je mehr Gold die bringen, desto stärker sind die Einheiten auch. Also, ach ja, stimmt. Ich glaube, ich hatte hier hinten was übersehen gehabt, glaube ich. Tja, und da haben wir einen nächsten Zauber. Ein defensiver Zauber. Remember to practice your spells often. The more times you use them, the more proficient you become with them. Ja, du sagst dir gerade, je öfter wir die Skills benutzen, desto stärker oder effektiver werden die. So you're the trouble. Meh, ich wollte da gerade weglaufen. Da ist eine Statue, Necros. I seem to be getting awful popular with the freaks these days. I've had a sense about you, warrior. There's magic within you. I know. I am Necros. Master of the Legion of the Fallen. Then you're the one who slaughtered my village, killed my family. They may be dead, but not finished. I control the afterlife. All who enter it serve me. Not for long. Don't be sentimental, mortal. This war is bigger than any village. The very power of the Elder Races hangs in the balance, a power that only I will possess. What say you, Drake? I could use a warrior like you. Not even in death. That can be arranged. Okay, ich sollte weiter. Au. Tja, deswegen würde ich mich weiterlaufen. Ich wollte mich nicht treffen lassen. Aber ich glaube, das ist immer so gemacht, dass man auf jeden Fall getroffen wird. Aber dafür haben wir unseren Regenerationszauber. Oh, wir haben gar keinen Mana mehr. Dann werden wir mal eine Potion saufen. Regeneration! So, jetzt wird unten rechts, kann man sehen, da wird langsam unser Leben aufgeführt. Das ist noch ein kleiner Balken. Und die Regeneration ist auch nur Level 1. Deswegen, ich würde aber gerne in die andere Tür da hinten rein. Ich weiß aber nicht, ob ich da hinkomme. Weil der Typ zaubert weiter nach mir, wie man es gerade hören kann. Ja, und wie man sieht, das Spiel ist wirklich uralt. Also das ist schon etwas älter, auch von den Grafiken. Oh, verdammt. Kommt ihr denn? Ah, stimmt. Da lagen Minen. Leider hat man das jetzt nicht gesehen. Da lagen 4 Minen und die sind durchgelatscht und fast tot natürlich. Da nehme ich mir noch gleich mal den Rest und da kann man gleich mal das Ding nochmal benutzen. Wusch, kostet ordentlich Mana, denn wir haben kaum noch Mana jetzt. Aber hier gibt es natürlich genügend Potions überall rumliegen. Ich glaube, irgendwo war hier noch einer. So, hier geht's nach draußen. Oder, nein, doch nicht ganz nach draußen. Was haben wir hier Schickes? Schauen wir mal nach. Ich hoffe mal, hier ist nichts Böses. Aber, wir müssen hier hoch, irgendwie. Das werden wir aber, oh Gott, werden wir aber, glaube ich, in der nächsten Folge da machen. 14 Minuten, 30 Sekunden sind laut meiner Stoppuhr um. Das heißt, wir machen ganz fix eine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.